Es geht um Psychopathen, Betrüger, Blender, Pfeifen und Performer. Oder einfach gesagt, den Umgang mit Menschen und auch sich selbst. Sondereinsatzkommando in Sachen Erfolg mit Profiler Susanne Grieger-Langer. Und zwar jetzt. Herzlich willkommen. Ich habe mich auf heute total gefreut, Susanne, weil du dir auch die Zeit genommen hast und du bist ja gerade so mitten in einer Tournee und nicht nur einer kleinen, sondern einer großen. Wie groß ist die denn eigentlich? Hallo Guido, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, die ist von 10 geplanten Venues auf 59 hochgewachsen. Ganz erstaunlich. Total spannend, ganz aufregend. Und sehr unterhaltsam. Und Titel ist? Cool im Kreuzfeuer. Cool im Kreuzfeuer. Ich bin total gespannt. Heute Abend hier in Mönchengladbach, Wigrad im, das heißt hier? Die das Rote Krokodil. Im Roten Krokodil darf ich dabei sein. Du bist Profiler. Mhm. Ich habe erst immer gedacht Profilerin. Das ist aber gendermäßig völlig in Ordnung, Profiler zu sagen. Warum sagt man nicht Profiler? Ist ein englischer Begriff, den zu gendern, ist dann irgendwie... statt Handy sagst du Handine oder so. Ne? Okay. Das ist dann so ein bisschen drüber. Also man will es so perfekt machen und macht es damit, also man verschlimmbessert. Und ich glaube, das ist bei vielen Sachen so, auch bei Führung. Man will es perfekt machen und macht es eigentlich irgendwie immer schlimmer. Okay. Aber die Unsicherheit, was falsch zu machen, weil man auch sofort gebasht wird, die ist so groß, dass man sagt, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ja. Ich weiß nicht, wie das im Friseurhandwerk ist, aber wenn du auf Nummer sicher schneidest, wird es auch nicht cool, ne? Ja, stimmt. Das ist richtig. Dann ist das zwar technisch in Ordnung, aber vielleicht nicht schön. Ja, ist kein Style mehr, ne? Ja, genau, richtig. Ja, das stimmt. So das Individuelle, gerade auch ein großes Thema bei uns, Dinge zu individualisieren, finde ich auch sehr wichtig. Aber was ist Profiler? Was genau ist das? Ermittler. Früher hätte man Kommissar gesagt, wenn man verbeamtet wäre. Ja. Und sozusagen am roten Tatort ist. Der rote Tatort ist der Tatort der roten Gewalt. Brüche, blaue Flecken, Blut, also der Tod. Und es gibt das sogenannte White-Color-Crime, das ist der weiße Tatort, die weiße Gewalt, die siehst du nicht nur am Verfall der Opfer. Da geht es um Terror, Gedankenterrorismus, Lobbyarbeit, solche Geschichten, Geldwäsche, Wirtschaftsspionage. Klingt im Moment für mich noch wahnsinnig abstrakt, aber ich glaube, wir können gleich noch ein bisschen konkreter und vielleicht sogar auch noch friseuriger werden. Hast du, also Profiler erstellen ja auch Profile von Menschen, also von Tätern, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es denn auch Profile von Menschen, die kein Täter sind, in dem Fall von dir selber? Also hast du selber mal ein Profil von dir erstellt? Oder kann selbst, man das gar nicht? Also das ist, ich glaube, ein Profil von sich selber erstellen, das ist wie sich die Haare selber schneiden hinten. Okay, ja, also, das ist interessant. Eher originell wird das. Ja, ich habe das auch noch aus einem bestimmten Grund gefragt. Weil, weißt du, warum du mir aufgefallen bist? Das war bei Facebook. So, da laufen so die Dinger da so durch und das meiste ist ja, guckt man gar nicht hin. Und dann plötzlich sah ich diese Frau mit diesem kurzen Pony, bin ja Friseur. Und meine Frage ist so, gehört sowas auch zu einem Profil? Ist das das Optische, ein Wiedererkennungsmerkmal? Weil auch da, bevor die Frage vielleicht beantwortet wird, weil wenn ich Leuten gesagt habe, ich freue mich heute auf eine tolle Aufzeichnung mit Susanne Grieger-Langer, dann haben die gesagt, so, wer ist denn das? Und dann habe ich gesagt, das ist so eine, die sieht man bei Facebook ganz oft, die hat so einen kurzen Pony. Ah, sagt der, die ist super, die kenne ich. Also das ist ja Teil von dir und das ist Wiedererkennung. Gehört das zu einem Profil dazu? Ich glaube, das gehört zu einer Professionalität dazu, einen Wiedererkennungswert zu haben. Zu einem Profil sage ich so ganz konsequent Jein. Nur weil einer einen kurzen Pony hat oder mal hat, sagt das nicht alles über den Charakter. Ja. Dass sich jemand aber traut, so draußen rumzurennen, sagt was über den Charakter. Okay. Das ist ein bisschen wie mit den Volkswagen und den Autos. Ja. Jeder Volkswagen ist ein Auto, aber nicht jedes Auto ist ein Volkswagen. Okay, verstehe. Und wenn dir dann was auffällt, also ne, als Frisuren-Profiler, dann guckst du, ist da noch mehr Individuelles oder ist das jetzt irgendwie ein Unfall? Ja. Ne, weil mal Kaugummi drin war oder so ein Schnupp. Und wenn du merkst, da ist noch mal individuell ist, dann gehört es zu der Person, dann ist es auch der Stil. Aber es könnte auch ein Unfall sein. Was ist es bei dir? Was meinst du wohl? Also es ist kein Kaugummi gewesen. Ich finde, dass die Damen und Herren früher einfach besser aussahen. Ich finde, das lag am Make-up und an den Frisuren, die haben sich einfach mehr Mühe gegeben. Und heutzutage verliert sich das leider so. Also wenn man manchmal durch die Innenstadt geht, hat man den Eindruck, guck mal, die kommen alle irgendwie vom Kartoffelacker, ne? Kartoffeln zucken. Ja. Nee, die sind tatsächlich an einem Samstagvormittag da promenieren. Da denke ich mir, heute würde man euphemistisch sagen, Selbstvertrauen. Früher hat man das
den Mangel an Charme genannt. Mhm. Oder an Spiegel. Ja, aber das stimmt, da hast du völlig recht. Also als Friseur muss ich das ja leider Gottes auch sehen. Ich gucke da auch noch mal anders hin und denke auch manchmal, was ist hier, Kartoffelacker war das richtige Stichwort. Das stimmt wohl. Dein Werdegang, wenn wir da mal schauen wollen, also ich, wenn ich richtig recherchiert habe, der war ja erst sehr therapeutisch. Umgang mit Missbrauchsopfern und so weiter. Und da war auch die Ausbildung in der Psychologie, in der Pädagogik gewesen. Und 2001, glaube ich, gab es so eine Weichenstellung, wo du dann dich weniger therapeutisch, also mit Missbrauchsopfern, aber mehr mit der Wirtschaft auseinandergesetzt hast. Und ist das so deine Mission? Oder andersrum, was ist deine Mission? Was möchtest du mit dem, was du tust, erreichen? Also der Job als Profiler ist Aufklärung. Und darum geht es mir auch. In der Rückschau kann ich das so benennen. Als ich damals meinen Beruf wählte, war mir das noch gar nicht so richtig klar, worum es geht. Ich habe eine Psychopathin in der Familie und habe da erhebliche Treffer eingesteckt. Und mir ist wichtig gewesen, und es ist immer noch, die Menschen darüber aufzuklären, wie solche Manipulateure arbeiten. Mhm. Denn wenn man das weiß, kann man es früher erkennen, kann man sich auch früher aus der Misere befreien. Und das, was mir damals eingefallen war, nach der Schule als Studium, war das Therapeutische. Mhm. Ich habe dort auch begonnen zu arbeiten klinisch, 1,5 Jahre ungefähr, und habe festgestellt, ich bin am Ende der Nahrungskette. Also ich arbeite 1:1 oder in einer kleinen Gruppe mit einem Opfer, stell das wieder auf, im schlimmsten Fall geht es nach Hause, in den Kontakt zum Täter wird wieder umgehauen, wir fangen von vorne an. Mhm. Aber meine Kompetenz kann ich nicht wirklich multiplizieren, also dass möglichst viele profitieren. Mhm. Und dann kam der Call aus der Wirtschaft von der Firma Bertelsmann, die hatten meine Graduierungsforschung gesehen zur emotionalen Kompetenz, die haben original mit der Frage gefragt, Sie ziehen doch Junkies wieder gerade, können Sie auch unsere Schlipsträger wieder gerade ziehen? Und da habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Das ist eine interessante Verbindung. Ja, und dann habe ich auch langsam verstanden, was so wichtig war da. Habe mich aber geärgert, dass ich mich an der Fassade so habe abarbeiten müssen. Also in der Welt der Manager darf man einen Fehler gar nicht zugeben. Man würde sich das wünschen, auch von einem Chef, der sagt, oh shit, habe ich falsch gemacht? Das gibt ja auch eher ein Zeichen von Souveränität. Aber in der Wirtschaft, im Management wird man dafür sehr, ich sag mal, angegriffen, auch ähnlich in der Politik. Jeder weiß, die machen Fehler, aber man darf es irgendwie nicht sagen, weil dann kriegt man noch mehr Ärger. Ja. Das heißt, sie sind gekommen und gesagt, ich brauche Unterstützung. Dann habe ich gefragt, wobei, nee, alles super. Und ich gesagt, was denn? Ne? Also ich könnte mir jetzt so vorstellen, kommt jemand bei dir in den Salon und sagt, also ich will aussehen wie, keine Ahnung, Mariah Carey oder Gwyneth Paltrow, aber sie dürfen nichts verändern. Sagst du, was jetzt? Das gibt's oft. Und dieses Wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass, ist mir so auf den Geist gegangen, dass ich versucht habe, von allen möglichen Ecken Informationen zu bekommen, was diese Person bewegt, weil das therapeutisch, ich bin Transaktionsanalytikerin, geht ja in der Analyse immer Frage-Antwort. Und wenn derjenige mir aber nicht antworten kann, weil er es noch nicht verstanden hat oder nicht darf, weil die Subkultur das schmäht oder nicht will, weil er sich nicht traut, muss ich andere Wege finden. Und dann bin ich aufs Profiling gekommen und weil ich gut bin in der Mustererkennung, bin ich da geblieben bei der Ermittlung. Und das war nicht der Plan, aber ich bin genau da richtig. Und ich glaube auch, mit diesem psychologischen Hintergrund ist es gerade wichtig, weil ich glaube, dass der Schlüsselfaktor immer der Mensch ist. Und das sind Psychologiken. Wenn ich die entschlüsseln kann, kann ich dann die Lösung auch aufschlüsseln. Und das ist, da siehst du deine Mission noch. Ja, Aufklärung. Auf der einen Seite Fälle aufklären, wo es schief läuft. Auf der anderen Seite die Menschen aufklären, dass nicht so viele Fälle schief laufen. Ja. Ich glaube, da kommen wir gleich auch noch zu was ganz Spannendem. Aber ich würde auch gerne noch kurz sagen und das auch vielleicht von dir nochmal hier jetzt hören, damit das auch unsere Zuschauer alle hören können. Aufgefallen wegen kurzem Pony, völlig erreicht. Mit einer Geschichte, die ich bei Facebook gesehen habe, wo du etwas erzählst von, stellen Sie sich vor, wir gehen in eine Pizzeria und wir bestellen mal so eine richtig fette Pizza. Aber ich glaube, du kannst das viel besser erzählen. Ja, ich glaube, das ist etwas Typisches und mir ist wichtig, dass die Leute in einem anderen Kontext nochmal ihr Führungsverhalten oder ihr Contentverhalten betrachten. Ich sage immer so, beim Seminar gehen wir alle zusammen als Truppe mittags essen, ist nicht organisiert und wir rennen beim Pizzamain rein. Und das riecht gut und weil wir so euphorisch sind, drehen wir ein bisschen durch und pauen alles drauf. Alles, was teuer ist, Gambas, Parmaschinken, wir lassen es richtig krachen. Der Kellner dackelt ab mit der Bestellung und wir quatschen weiter und irgendwann kommt dann die Pizza. Es kommt aber eine Margarita. Ja.
Und ich frage, willst du die essen? Und alle sagen, nö. Ich sage, doch, ihr werdet die essen, weil wir haben noch 10 Minuten, bis wir zurück im Seminar sein müssen. Also, ah, okay, dann esse ich die. Aber die schmeckt ja auch gut. Dann fangen wir schon an, uns das schön zu reden. Ja. Und dann kommt der Kellner, wenn wir weggehen müssen und bezahlen wollen, aufgerockt und stellt aber diese Megapizza in Rechnung, wo ich alles draufgepackt habe, was teuer ist. Dann frage ich, würdet ihr das denn bezahlen? Mhm. Und sagen die, nö. Ich sage, doch. Der Mitarbeiter, der nicht liefert und leistet, bekommt jeden Ende des Monats sein Geld. Ja. Das heißt, wir bezahlen eine Leistung, die nicht erbracht wurde. Teilweise reden wir es uns schön und im schlimmsten Fall, das ist nicht selten, kompensieren wir sogar, was der Mitarbeiter oder der Kollege oder der Vorgesetzte nicht leistet. Ja. Aber die Bezahlung der Leistung erfolgt beständig und derjenige lernt dann, dass er nicht mehr leisten muss. Das ist die Problematik. Mhm. Und wie sollen wir jetzt reagieren? Also diese, du hast dann, glaube ich, auch noch erzählt, jetzt müssen wir auch am Arbeitsplatz so reagieren, wie wir es in der Pizzeria am liebsten täten. Nämlich sagen, ja, das ist eine Reklamation. Sofort. Das heißt also, du möchtest den Chef auch ermutigen zu reklamieren? Ja, unbedingt. Also der Chef ist ja im Unternehmen die Kompetenz und die Qualitätspolizei. Ja. Ja, also der muss sozusagen die Knöllchen verteilen und die Strafzettel, wenn jemand da außerhalb der Spur ist, was die Qualität anbelangt oder die Kommunikation. Und dann auch, sagst du, direkter Weg, oder? Also jetzt nicht so, wir sind eine sehr emotionale Branche. Ja. Also gerade wir Friseure sind ja eine sehr emotionale Branche. Und ich sehe da auch, gerade auch bei mir, und deswegen wurde ich wahrscheinlich so erreicht und auch bei vielen Kollegen im Übrigen, das Problem der Konsequenz. Also wir sind People-Business, wir sind emotional, wir wollen auf der einen Seite den Respekt unseres Teams haben, auf der anderen Seite wollen wir aber, oder viele, ich möchte das gar nicht so verallgemeinern, aber viele möchten auch sein Best Friend, Freund haben, vielleicht auch so lieb gehabt werden. Und ist das so eine Illusion, wo du sagst, die musst du aufgeben, sonst klappt das nichts? Also ich glaube, da spielt bei euch ganz vieles rein. Ihr habt ja verschiedene Rollen auch. Das ist so ein bisschen wie ein Zwitter. Zum Kunden hin macht ihr ja gut Wetter. Also ja, die kommen rein mit so einem, ne, und holen sich ihren Moment Urlaub ab. Mhm. Und da ist es wichtig, eine gute Stimmung zu machen. Da würdest du jetzt nicht irgendwie was konfrontieren oder so. Da siehst du zu, dass es schön ist, dass es rund ist. Ja. Das ist die eine Position. Und die andere Position als Qualitätspolizei wäre genau das Gegenteil zu machen und nicht zu gucken, dass sich jemand gut fühlt, sondern dass jemand besser wird. Ja. Und das kriegst du nicht immer über das Relais, dass derjenige sich gut fühlt. Mhm, weil manche lernen leider nur über Schmerz. Okay. Und das ist eine Schwierigkeit, auch gerade im Salon in dem Moment zu konfrontieren. Da musst du dann schon irgendwie einen guten Weg finden. Und ich glaube, wir sollten uns erlauben zu überlegen, wie würde ich denn, wenn du sagst Freund sein, wie würde ich denn eine gute Freundin oder meinen besten Kumpel konfrontieren, wenn er so einen Scheiß macht? Mhm, ja? Also es gibt ja manchmal, dass man was zusammen macht und denkst dir, hast du heute Medikamente nicht genommen? Oder was ist mit dir? Ne? Aber wir kriegen dann in so Führungsseminaren beigebracht, so dieses Führungssprech zu machen. Das ist so unnatürlich und das fühlt sich so komisch an. Und dann gehen alle so auf Abstand, weil es irgendwie fishy ist. Das ist, das ist nicht das Richtige. Und dann lieber zu sagen, nur das ist originell, ne? Oder du, ich glaube, das kannst du besser, ist, glaube ich, mehr Führung und mehr Konfrontation als so diese schwierigen Gespräche. Yeah. Und ich denke, dass ihr das sozusagen in euren anderen Raum, also nicht in den Salon mit den Kunden übernehmen und sagen, das akzeptiere ich nicht, hier ist die Grenze. Yeah. Und da deutlich zu werden. Deutlich, konsequent deutlich, und deutlich zu werden. Und du musst da ja nicht drin rumbohren, lieber kurz, knackig auf den Punkt. Schau mal, ein Chirurg, der operiert ja mit dem Skalpell, präzise, der geht nicht mit dem Schwarten ran. Und Führungskräfte gehen oft mit dem Spaten ran, eben auch aus Unsicherheit. Ja. Aber es muss interveniert werden und ich muss an den Punkt kommen. Und dann präzise auf den Punkt und dann ist es aber auch gut. Und wenn dann jemand erstmal so ein bisschen eingeschnackt ist oder zickig, dann gehört das zum Prozess dazu. Und dann auch in Ruhe lassen. Wenn du das so sagst, klingt das so herrlich. Ja, wieso machen wir es uns so kompliziert eigentlich? Weil uns das eingeredet wird. Ja. Das wird uns eingeredet. Oh, Führung, total, da musst du ein Seminar machen und das und das und das. Und denkst dir, oh mein Gott, ich kann das irgendwie alles nicht. Aber wer hat denn irgendwie nicht Kinder? Die führen wir auch. Ja. Wer hat denn, also führen wir keine Gespräche oder unser Leben? Wir können das doch. Und auch Grenzen spielen eine große Rolle. Absolut, wir können das doch. Und auch Verbindlichkeit. Weil das, was du vorhin gesagt hast mit der Pizza, das war dann, was mir da auch bewusst wurde, ist, der Lohn ist verbindlich. Die Leistung aber nicht. Und das ist ja auch oft schon das Problem. Also ich glaube, wir glauben, sie ist nicht verbindlich. Derjenige hat ja mit Unterschrift zum Vertrag gesagt, diese Leistung bringe ich. Mhm. Jetzt könnte man darüber diskutieren, kann man nicht, denn
du bist jetzt Herr deines Salons, mhm. es ist deiner. Das heißt, du sagst, die Marke meines Salons ist auf dem Niveau. Mhm. Die könnte da sein, die könnte da sein. Du hast gesagt, das ist meine Entscheidung. Ja. Und jetzt ganz wichtig, mein Salon, mein Reich. Ja. Das ist die Marke, das ist, was wir liefern. Drüber kannst du schenken, drunter nein. Ja. Und deswegen ist dein Salon quasi eher dein Königreich. Mhm. Da bist du Monarch. Mhm. Und du stellst die Regeln auf in Sachen von Qualität. Mhm. Und wenn jemand sagt, nee, für mich reicht es so, dann darf das für den so sein, mhm. aber nicht in deinem Salon. Mhm. Mhm. Und mhm. dann kommen wir ja wieder an einen anderen Punkt auch. Viele Branchen haben Mitarbeitermangel, mhm. Panik. Ja, total. Und dann sagen sie, und dann mache ich lieber nichts, damit ich nicht keinen habe. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr, weil wenn ich nichts mache, habe ich unterschwellig eine miese Stimmung, mhm. weil die Leistungsträger müssen kompensieren, was sie anderen nicht liefern. Ja. Und die werden im schlimmsten Fall gehen oder kündigen innerlich. Mhm. Wenn ich die, die nicht auf dem Niveau liefern, also von sich aus, raussortiere, habe ich einen Club, wo dann auch wirklich, ich sag mal, im Sinne eines echten Teams so eine Art Freundschaft entstehen kann. Ja. Das ist nicht das Erste. Ja. Aber man ist freundschaftlich verbunden über diese gleichen Werte, über diesen gleichen Anspruch. Mhm. Und es grätscht keiner dazwischen, mhm. den man immer wieder quasi A, B, C erklären muss. Mhm. Von daher ist der Mut, da konsequent zu sein, ja. der eigentliche Schutz der Marke des Salons. Ja, genau. Ich habe auch schon mal zu Mitarbeitern gesagt, euer Vorteil ist, ihr könnt gehen, ich muss bleiben. Und deswegen darf ich das auch jetzt hier an dieser Stelle einfach mal bestimmen. Und du hast da völlig recht. Also das ist auch häufig, genau das ist, glaube ich, in vielen Betrieben, die ich so kenne oder wenn ich auch mit Kollegen spreche, liegt genau auch hier diese Problematik, zu sagen, da konsequent zu sein. Also das ist schon... sehr ermutigend, wenn du das so sprichst. Und es, eigentlich ist es ja auch klar und auch deutlich zu sehen. Marke, bei dem Thema jetzt würde ich auch gerne mal nachfragen, ist auch etwas, wo du, glaube ich, rätst, das mal zu definieren. Also auch mal so seine eigene Marke zu definieren, damit auch alle wissen, wer sind wir eigentlich. Finde ich ganz wichtig. Und zwar aus dem Kern heraus, welches Gefühl, welche Erfahrung vermitteln wir den Kunden? Mhm. Und nicht aus dem Schnitt heraus. Mhm. Weil es gibt sowas schon, man behauptet, dass es Marke ist und sagt, der Schnitt geht so 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. 7. Dann hast du aber einen Prozess ja. und keine Marke. Ja. Was ich brauche für eine Stimmung, für ein Commitment auch des Teams, ist, dass ich definiere, welches Gefühl schaffen wir dem Kunden? Auf welche Weise gehen wir miteinander um? Mhm. Und das ist die eigentliche, das Herzstück der Marke. Warum gibt es diesen mhm. Salon mhm. neben Millionen anderen. Mhm. Und was ist das Besondere, was die Kunden bei uns bekommen? Ja. Und wer dann sagt, weiß ich auch nicht, hat es entweder nicht kapiert, kann man nochmal sprechen, aber es gibt ja auch welche, die sind relativ therapieresistent, mhm. dann klappt es halt auch nicht wirklich. Mhm. Und die Kunst liegt darin, dieses Team über diese Kernwerte zusammenzustellen, ja. die das alle innerlich begriffen haben. Also wenn du die dann, ich sag mal, nachts um 3 bei 40 Grad Fieber anrufst, hauen die das raus und sagen, ja, das ist das, worum es geht. Und dann beobachten die sich auch gegenseitig und sagen, du, guck mal, das ist aber nicht, was wir besprochen haben. Mm, mm. Und dann musst du als Chef nicht mehr so viel tun, weil die untereinander sagen, nee, nee, das ist auch unser Anspruch. Ja. Komm, das kannst du besser. Und dann entsteht so ein umgekehrter Effekt. Das, was du vorhin beschrieben hast, also wenn wir dann diese, die da nicht so mitspielen, also die saugen ja auch immer viel mehr Energie. Also das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Ich bin seit 30 Jahren selbstständig und ich kenne auch aus eigener Erfahrung, dass du dich natürlich nicht mit denen beschäftigst, die gut sind und die funktionieren, sondern mit denen, die nicht gut sind und nicht funktionieren. Und zwar Tag für Tag, immer wieder, immer wieder. Dann sagen natürlich irgendwann die Guten, sag mal, wir sind auch noch da. Und es kann dazu führen, dass die anfangen, schlechter zu werden, obwohl die Schlechten sich keinen Millimeter Richtung Verbesserung bewegen. Ist ja auch die Gefahr, die letztendlich dahinter steht. Ne? Ja, also ich sage... Also wenn man nicht konsequent ist, meine ich. Also wenn man nicht konsequent ist, kann diese Gefahr bestehen. So. Ich glaube, die Gefahr besteht grundsätzlich und die Konsequenz ist das Einzige, was dich rettet. Mhm. Also bei Tischmanieren sagt man ja auch, von alleine wird es schlechter, einer muss aufpassen. Wenn der aufpasst auf die Qualität, welche die völlig unter... alles auch, sich benehmen, zu Recht korrigiert, kann er nicht auf die anderen gucken. Ja. Und das, was ich ständig sehe, wird dann auch die Realität. Genauso wie die Leute sich dann irgendwie nicht mehr zurecht machen, wenn sie ausgehen. Sie sehen ja auch, dass die anderen sich nicht zurecht machen. Also wird es insgesamt immer schlechter. Ja. So auch bei Miteinander. Ja. Und da finde ich es ganz wichtig, dann zu sagen, okay, wer zeigt nachweislich nicht mehr, worum es hier geht. Plus, die Pädagogin in mir sagt dann, es gibt so einen Spruch in der Erziehung,
bei Kindern, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich einzupassen. Mhm. Lieber Hiebe als gar keine Liebe. Okay. Das heißt, bestimmtes Negativverhalten wird auch provoziert, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aha. Und auch das kann ein erheblicher Nutzgewinn sein. Die kriegen zwar ständig einen auf den Deckel, aber du beschäftigst dich absolut mit denen. Mhm. Stehen im Fokus, sind genau. Im Mittelpunkt. Das ist eigentlich genau verkehrt. Ja, ja, ja. Das stimmt. Wir konzentrieren uns auf das Negative statt auf das Positive. Ja, wir hatten letztens mit Freunden eine Diskussion, da gibt es einen 13-jährigen Sohn. Und dann, ich hatte etwas gepostet bei Facebook, da kennt man das ja auch so manchmal. Mhm. Da kriegst du 30 gute Kommentare, aber einer sagt, nö, das war alles Mist. Und das Ding, das lässt sich dann nachts da im Bett rumdrehen. Und denkst, wieso? Ja, und das ist ja verrückt eigentlich, statt sich auf diese vielen Positiven. Ja. Und so, denke ich, ist das bei der Führung und bei vielen Dingen. Konzentriere dich auf das Positive, dann fällt das Schlechte einfach weg. Und es löst sich nahezu auch manchmal auf. Ja, ich glaube auch, dass ihr das aus eurem Beruf eigentlich kennt und könnt. Ich glaube, beim Friseurberuf ist es ähnlich wie beim Make-up. Du betonst mit dem Make-up ja nicht das, was nicht gut ist im Gesicht, sondern das, was gut ist, sodass die anderen Sachen so ein bisschen verblassen. Mhm. Also, du gehst ja mit der Struktur, die gut ist. Mhm. Wunderbar. Ein wunderschöner Vergleich. Ihr könnt das, wenn ihr euch nicht von diesem viel komplizierten Sprech ablenken lasst, wisst ihr eigentlich, was zu tun ist. Toll. Diese Klarheit. Ich habe so ein paar Sätze vorbereitet und würde gerne, dass du sie vervollständigst. Ja. Ich fange was an, du machst dann weiter. Meine Meinung zu der Friseurbranche ist? Lebenswichtig, die Branche. Also es dürfen bestimmte Berufsgruppen gar nicht in Urlaub fahren. Fingernagelmenschen, wobei ich mir selber nicht brauche. Haarmenschen und Make-up-Menschen. Die dürfen nicht in Urlaub. Lebenswichtig. Gehst du gerne so Friseur, oder? Gehst du gerne so Friseur? Ja, ich finde das. Schneidest du den Pony selber? Sorry. Nein. Ich habe für Notfall schon nochmal so, dass ich mit so einer Schere dabei. Meine Haare sind ähnlich wie mein Charakter, so freie Radikale. Sie machen, was sie wollen. Ich werde auch immer gefragt, warum der Pony immer schief sitzt. Das machen sie von alleine, die Haare. Da habe ich gar nichts mit zu tun. Nee, finde ich total lebenswichtig. Der heutige Markt ist? Wild. Die größte Herausforderung für inhabergeführte kleine Unternehmen ist? Die Nerven zu bewahren. Weil der Markt so wild ist? Weil der Markt so wild ist und weil sie ständig Angst gemacht kriegen. Von wem? Von der Konkurrenz, von Leuten, die daran verdienen, dass man Angst hat. Mhm. Also egal, wie schlecht die Zeiten sind, Leute wollen immer gut aussehen. Mhm. Vielleicht kannst du die hochpreisigsten Produkte nicht mehr raushauen, aber du wirst immer mehr als ein Auskommen haben. Mhm. Und wenn die Leute sich auch gut bei dir fühlen, sind gerade schlechte Zeiten für euch gut, weil die Leute Urlaub brauchen aus ihrem Stressleben und einmal, ich sag mal, in den Salon kommen, einmal resetten können. Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und auch die Sache mit den, mit diesem Mitarbeitermangel, je nachdem, wie sexy der Salon auch für deine Mitarbeiter ist, und das ist eine Frage dann der Stimmung. Mhm. Von daher ist das Wichtigste, die Nerven zu bewahren und seinen Stiefel durchzuziehen und sich nicht irre machen zu lassen, weil dann wird es wirklich gut. Ich halte die Einstufung der Generationen in X, Y und Z für? Bullshit. Danke. Weil was, also jetzt sind wir ja am Ende des Alphabets, jetzt müssen wir mit 1, 2 anfangen oder wie mit A. A will jetzt wieder keiner vergeben, weil ja jeder meint, ich bin die Alpha-Generation. Also es, man versucht, ein Etikett an etwas zu packen, was sich beständig wiederholt. Unsere Eltern haben gesagt, mit euch, Jugend, geht es den Bach runter, der Planet wird explodieren. Das hatten aber auch meine Großeltern zur Generation meiner Eltern gesagt. Die alten Sumere haben das schon auf Steintafeln geschrieben, dass mit der Generation, die jetzt kommt, alles den Bach runtergehen wird. Ja, ja, ja. Das war vor Christus, ne? Ja. Also von daher, die sind jetzt nicht zwingend einfacher, die haben ihre eigenen Verhaltensoriginalitäten, aber dass wir das jetzt irgendwie nutzen sollten, um uns Angst zu machen, halte ich für völlig verfehlt. Ja. Da sind ganz viele Engagierte dabei. Mitarbeiter sind? Menschen. Das heißt, schickt ein Appell hinter auch? Ja, also einfach wie Menschen behandeln. Ja. Also nicht schwierig, nicht kompliziert. Und ich sage wirklich immer, wie würdest du es deiner Freundin sagen oder einem Kumpel und die Leute so anzusprechen? Sag mal, wie viele Pfeifen gucken eigentlich statistisch uns jetzt zu gerade? Zu Pfeifen gibt es keine Statistik. Bei Psychopathen gibt es das. Ach so, okay. Ich habe mal eine Umfrage gemacht, dann bei Vorträgen, und dann brüllte einer rein, 40%, einer 60%. Die waren dann wahrscheinlich gerade ganz schlimm frustriert und hatten schlimme Erfahrungen. Es gibt dazu leider noch keine Forschung.
Weil die meisten, also aus diesem ganzen Psychologiebereich, auch behaupten, dass es das, was ich als Pfeifentum definiere, nicht gibt. Das würde nämlich bedeuten, dass ihre Maßnahmen nicht wirken. Und das darf natürlich nicht sein, wenn man eine Dienstleistung verkauft. Es gibt ja zum Glück nicht nur die Pfeifen. Es gibt ja dann auch noch, es gibt ja auch die, zum Glück die Performer, die Blender, es gibt die Psychopathen. Können wir die einmal kurz durchgehen? So, um wie erkenne ich die, was mache ich mit denen? Fangen wir bei den Pfeifen an. Woran erkenne ich die, was mache ich mit denen? Ja, Pfeifen, genauso wie Psychopathen, sind Blender. Sie betrügen unterschiedlich. Die Pfeife ist ein Leistungssimulant, der Psychopath ist ein Loyalitätssimulant. Die Pfeife an sich und als solche definiere ich immer so, jemand, der nicht nur von Geburt, sondern von Beruf Sohn oder Tochter ist, sieht sich kurz vor Kanzler, kriegt aber keine PS auf die Straße. Ganz liebe, nette im Kontakt, die sich auch gern ranwanzen und noch sagen, oh, ich würde gern mitmachen, kann ich nicht hier, kann ich nicht da. Und dann denkst du erst, oh, das ist ja prima, endlich einer, der sich engagiert, bis du den einbindest in irgendein Projekt oder eine Aufgabe. Und nach der, ich sag mal, zweiten, dritten Begegnung weißt du, der hilft uns am meisten, wenn der bei der Konkurrenz anfängt. Weil komplett beratungsresistent im Weg stehend. Also das Problem bei den Pfeifen ist, in deren Wesen kombiniert sich Geltungstrieb mit Antriebsscheu. Das heißt, sie wollen ganz viel bekommen an Anerkennung für ganz wenig, was sie leisten. Hat damit zu tun, das ist ein Erziehungsfehler. Pfeifen entstehen, wenn Eltern ihre Kinder nicht auf die Welt vorbereiten, sondern die Welt auf die Kinder vorbereiten. Das sind so goldene Kälber. Und die glauben natürlich dann, wenn sie meinetwegen bei dir, ob als Kunde oder als Mitarbeiter sind, alles muss um sie herum tanzen wie um ein goldenes Kalb. Das haben sie erlebt, das hat man ihnen erzählt. Und wenn das jetzt nicht stattfindet, verstehen sie die Welt nicht und sagen, ihr seid doof. Ja, weil sie auch Anerkennung kriegen für Dinge, die überhaupt nicht anerkennungswürdig sind. Also ich sehe das auch häufig manchmal so, dann ist der kleine Jonas und dann schiebt er einen Stuhl und dann sagt die Mutter, wie stark doch der Jonas ist, guck mal, hat er den Stuhl um 10 cm verschoben. Man fragt sie, ja, und? Und den Jonas habe ich irgendwann dann da stehen und dann schiebt er auch einen Stuhl durch den Salon und denkt und wundert sich, dass keiner applaudiert, ganz genau. Und dann plötzlich muss er was dafür tun und dafür etwas leisten. Kann ich die ganz schnell erkennen an irgendwas? Ja. Pfeifen würde ich sagen, wenn du weißt, worauf du gucken musst, kannst du innerhalb von einer Minute oder zwei erkennen. Wenn du Lust hast, können wir bei euch in den Shownotes einen Test hinterlegen. Dann kann man ganz umsonst 12 erkennungsdienstliche Details zur Pfeife, Psychopath und Performer mit Führungstipps. Ja. Also die Pfeife erkennst du daran, dass jemand ein bisschen viel heiße Luft liefert. Also gibt sich kosmopolitisch, war aber nur bis Wanne Eickel. Und das merkst du natürlich schnell, weil da passen Sachen nicht zusammen. Sind das die mit der hohen Ich-Dichte auch? Ja, das heißt, da ist viel. Das ist mehr Narzissmus, aber die sind sehr mit sich beschäftigt. Und du hast diese Allgemeinplätze, du kriegst immer dieses typische Bla und dann kommt aber nichts mehr. Ja. Da gibt es nicht eine eigene Meinung oder was. Das ist so ein bisschen wie so ein auftupierter Bob. Und wenn die Tür aufgeht, machst du wie beim Soufflé und hast du noch so... Okay, ist die Toupage weg. Genau. Also, was mache ich mit dem? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Weg? Ja, weil wenig therapieresistent. Das Problem ist, die wurden immer vor Schmerz beschützt, also vor Konfrontation, vor Erdung. Und wenn du jetzt damit anfängst, dann beginnst du bei jemandem, der im 20. Lebensjahr ist, mit dem Erziehungsprozess, der schon ab dem zweiten Monat hätte beginnen sollen. Das ist ein irre langer Prozess. Derjenige müsste sich einlassen. Und ich glaube, eigentlich bist du für deine Kunden da und nicht für Nachpädagogisierung von Erziehungsopfern. Sehr klarer und richtiger Blick. Psychopathen, die kenne ich nicht. Auch Blender, das sind Loyalitätssimulanten. Das sind echte Performer, die leisten. Dummerweise nur für die eigene Agenda. Natürlich hat jeder seine Agenda im Sinne von, also ich will schon noch irgendwie zu meinem Yogakurs kommen. Ich will schon auch mal ein Wochenende frei haben, um in Urlaub zu fahren. Ich will auch Karriere machen. Das ist alles kein Problem, weil es nicht gegen beispielsweise den Salon spricht. Bei dem Psychopathen ist es so, der Salon würde benutzt werden, um die eigene Karriere nach vorne zu bringen und der Salon dürfte da vor die Hunde gehen. Das sind Leute, die haben kein schlechtes Gewissen, weil sie emotional nicht verdrahtet sind. Du sagst emotionale Branche. Die würden das so präsentieren, aber es ist so ein bisschen hohl. Also da frage ich immer, glaubst du es? Oder möchtest du lieber, wenn einer dann so heult, sagen, ich mag dir richtig in die Fresse schlagen? Weil dann ist es eine Masche, nennt man das im Therapeutischen. Dann spielt jemand das, ist es aber nicht. Was machen wir mit denen? Weg. Auch weg?
Oh Gott. Sind nur 1%. Bleibt ja nicht mehr viel über. Doch. Aber das ist genau das, was du berichtet hast. Die, die Schwierigkeiten machen, die haben wir auch so präsent. Und dann denken wir, es sind so viele, aber es sind gar nicht viele. Okay. Und wenn du das weg hast, dann hast du all die vielen Performer da. Okay. Und es gibt auch noch eine Kategorie, die kommt kaum zum Zuge. Das sind, ich sag mal so, die Pendler. Ja. Das sind Performer ohne das Rückgrat des Selbstbewusstseins. Aha. Und wenn da Psychopathen also und Pfeifen sind, dann sind die immer klein, dann trauen die sich nicht, die wollen keinen Ärger. Die spüren das intuitiv und bringen sich in Sicherheit. Okay. Und wenn du die Gefahrenpotenziale rausgeschoben hast, dann kommen die und können sich entfalten und du hast Top-Performer da, die so ein bisschen harmloser sind, die brauchen so ein bisschen mehr von den Schulterklopfen und komm, trau dich ran, machst das, aber die wollen, die können, die sind loyal. Mit denen kann man super arbeiten. Ja. Und jetzt die Performer, das sind ja die Guten. Also wir. Also die Guten, also ein Performer ist ja nicht unbedingt handzahm. Der hat ja eine Meinung oder die. Die will auch geführt werden, die Person. Das ist nicht immer einfach mit denen. Doch die bringen Leistung. Ja. Die sind auch kritisch. Mal gefällt es mir, mal gefällt es mir nicht. Mhm. Doch das ist das, wie man mit Leuten normal lebt. Ja. Also wenn ich sage, ich will Ja-Sage haben, kriege ich Pfeifen. Ja, okay. Ah ja, okay. Alles klar. Also das heißt, es geht nicht um Harmonie. Es gibt, kennst du Professor Kruse, der ist ja das ist ein Gehirnforscher. Ja. Der hat sich auch mal damit beschäftigt, die Strukturen des Gehirns, was ja ein Netzwerk ist, auf Teams zu übertragen. Mhm. Und der hat auch gesagt, harmonische Systeme sind dumme Systeme. Also es geht nicht darum, dass immer Harmonie herrscht. Weil wenn Harmonie ist, sind alle gleich, dann kommt nichts Neues mehr ins System hinein. Also das heißt, wir brauchen Störungen, aber eben natürlich nicht diese Belastenden, die auch immer sich ums Gleiche kreisen. Weil ich glaube, das ist das, was du auch so meintest, Pfeifen oder sind sie Psychopathen? Wir reden immer über die gleichen Probleme, ohne dass da eine Entwicklung passiert. Und mit den Performern, da kann ich auch über ein Problem reden, aber dann ist es auch weg und wir können nach vorne weiter und es geht voran. Das ist der große Unterschied wahrscheinlich und das ist auch das, die Qualität der Führungskraft zu erkennen. Kreisen wir immer um das Gleiche, dann muss mit dem Problem auch die Person weg oder kreisen wir um Entwicklung? Weil dann ist es ja sehr wertvoll, dann sind es ja gute Prozesse. Hast du selber schon mal eine Pfeife eingestellt? Auf jeden Fall, ja. Und dann sehr auch? Sehr schlimm. Was hast du gemacht? Ich habe mich ja lange mit gequält, bis ich mir das eingestanden habe. Das Problem ist ja, man verliert ja nicht gerne. Mhm. Und dann muss man ja schon sagen, gut, da habe ich verloren, habe ich gepennt beim Einstellen. Habe mir das schön geredet gehabt. Ich habe dann entlassen. Ja. Und wie lange hat das gedauert? Ich glaube, da habe ich mich ein Jahr mit gequält. Ah, doch. Mhm. Okay. Und ich habe mir vor allem bestimmt ein halbes Jahr vor allem Kopf gemacht, wie wirkt das auf mein Team, auf die Performer, wenn ich die Person entlasse. Mhm. Weil die natürlich auch miteinander sehr freundlich und harmonisch, will ich jetzt nicht sagen, aber sehr kollegial und freundlich und freundschaftlich auch umgegangen sind. Aber ich hatte irgendwann so die Faxen, dass ich dachte, nee, ich fühle mich schon in meinem eigenen Team, in meinem eigenen Office nicht mehr wohl. Und als ich dann das getan hatte, also wenn ich entlasse, mache ich auch von jetzt auf gleich, dass ich sage, das war's auch, bitte Sachen nehmen, gehen und nicht noch ausschwitzen und aussitzen, das ist immer nicht gut für beide Seiten, meiner Meinung nach. Ich hatte von der ersten Stunde an, nachdem ich gesagt hatte, was ich getan hatte, super Stimmung, alle so, oh. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich habe mich so lange gequält. Ja. Aber ich hätte auch schlecht fragen können, soll ich ihn rausschmeißen oder nicht. Ne? Ja. Das ist dann irgendwie mega schräg. Das geht gar nicht. Ja. Aber das war für mich nochmal ein deutliches Zeichen dafür. Die merken das selbstredend auch. Und natürlich werden sie nicht kommen und sagen, ey, schmeiß den raus, der ist nicht zu ertragen. Ja. Mir hat mal auch ein sehr weiser Kollege, muss ich sagen, Wolf Davids, viele werden ihn natürlich kennen, der hat mal gesagt, wenn ein Chef, weil du gerade sagtest, du hast dich im eigenen Büro nicht mehr wohlgefühlt, wenn ein Chef am eigenen Unternehmen leidet, dann tut es irgendwann die ganze Mannschaft. Und darauf muss man ja auch achten, dass man sich selber da noch richtig wohlfühlt, weil sonst kannst du nicht erwarten, dass es dein Team letztendlich tut. Ne? Das heißt also, die Hoffnung, die wir haben, wahrscheinlich ist es wieder der Freund im Chef, der gerade spricht, die umzubiegen, die sollte ich einfach auch mal aufgeben. Also die Prozesse haben wir natürlich, oder habe ich auch alle gefahren. Mhm. Gespräche, Maßnahmen, dies, das, jenes. Ich würde dazu raten, natürlich auf jeden Fall die ganze, gesamte Klaviatur zu spielen, was ich machen kann. Wenn da aber keine Bewegung ist, dann bedeutet das auch für mich, jetzt sind wir raus. Ja. Weil wir auf einem gewissen Qualitätsniveau spielen und ich kann nicht zu viel Ressource binden für eine Person. Ja. Die Halle wird weiter vorbereitet, höre ich. Eine letzte Frage habe ich aber noch, weil Sie haben uns versprochen, dass Sie mit dem Soundcheck kurz, weil gleich geht ja die Show los, uns eine gute halbe Stunde Zeit geben. Eine letzte Frage noch. Dein Ratschlag fürs Leben an deine Tochter, wenn du sie hättest, was wäre das für ein Ratschlag? Niemals aufgeben. Ja,
Durchhalten. Ich würde noch einen draufsetzen, noch aktiver sein. Wenn was schief läuft, kann ich damit grundsätzlich immer umgehen. Also ich habe dann so drei Fragen. Wenn ich mich mit was quäle beispielsweise, was kann ich davon lernen? Ja. Wird das in 5 Jahren überhaupt noch wichtig sein? Ja. Also bewerte ich das nicht vielleicht zu groß? Und wozu kann ich die Erfahrung nutzen? Okay. Und dann, selbst wenn es richtig blöd läuft, wandle ich aktiv die Situation, die vielleicht blöde ist, in eine gute Situation um. Dann bin ich nicht abhängig. Wenn ich sage durchhalten, das höre ich manchmal von jungen Menschen auch, die sich extrem unwohl fühlen, ich muss durchhalten, ich muss durchhalten, werden aber nicht aktiv. Mhm. Ich brauche was Aktives statt was Reaktives. Okay, okay. Ich habe irre viel gelernt. Ich könnte jetzt auch noch viel, viel länger, und ich bin sicher, viele würden uns auch noch viel, viel länger zuhören wollen, aber ich weiß, da draußen warten heute Abend viele Menschen. Du musst gleich in die Probe, der Soundcheck läuft. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön für die bereichernden Worte, für die vielen, vielen Tipps. Und ich freue mich auch, dass wir haben uns heute kennengelernt. Du bist gar nicht so streng, wie ich dachte. Dass am Ende doch das Menscheln doch immer wieder das Wichtigste ist. Dass auf jeden menschlich Fall. Ist, auf jeden Fall. Ich drücke die Daumen für Cool im Kreuzfeuer heute Abend. Ich bin selbst dabei. Ich 600 begeisterte Zuschauer werden heute Abend wahrscheinlich vor dir sitzen. Toi, 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 nicht nur für heute Abend, sondern natürlich auch für alle zukünftigen und weiteren Veranstaltungen. Und danke natürlich auch an Sie fürs Zuschauen, fürs Anklicken und nicht vergessen, bitte ein Feedback hinterlassen, weil wie sollen wir denn sonst besser werden und gut für Sie und für euch sein? Tschüss, bis zum nächsten Salongespräch auf diesem Kanal.